Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Nachttauchgang-Video mit eurem Olli. Gerade abgetaucht und schon das erste skurrile Lebewesen. Und zwar einen Igelwurm. Diese Meereswürmer gehören zur Familie der Ringelwürmer. Man findet sie ausschließlich im Meer und das bis in eine Tiefe von 10.000 Metern. Einige sind nur ein paar Zentimeter groß und der größte dieser Familie erreicht eine Größe von maximal 2 Metern. Von ihnen sieht man meist nur diesen Rüssel und der Rest ist in einer Wohnhöhle im Sediment versteckt. Wie ich ja im letzten Nachttauchgang-Video erwähnt hatte, waren zu unserem Urlaubsende Nachttauchgänge am nördlichen Hausriff aufgrund der starken Strömung nicht mehr möglich. Deshalb sind wir jetzt hier auf den Korallengarten ausgewichen und nehmen diesen mal etwas genauer unter die Lupe. Also genießt das Video, ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, und hier haben wir die längste Seegurke, die mir bis jetzt vor die Linse gekommen ist. Und da tat ich mich auch mit der Bestimmung etwas schwer, denn normalerweise würde ich sagen, es ist eine Godefroys Wurmseegurke. Die hat aber normalerweise Augenflecken und wird auch nur 1,50 Meter lang. Ja, und dieses Exemplar hier schätze ich mal auf gute 2 Meter. Ja, und die Wurmseegurke der Gattung Polyplectana Keter Steini kommt auf den Malediven eigentlich gar nicht vor, passt aber vom Erscheinungsbild und von der Größe. Falls der ein oder andere noch eine andere Idee hat, kann ich mir diese gerne in die Kommentare schreiben. Aber wir wissen ja, dass durch die Meeresströmung, den Schiffsverkehr und andere Theorien viele Meeresbewohner in andere Gewässer emigrieren. Ja, und hier sehen wir eine sehr junge, aber auch wunderschöne blaue Schmucklanguste. Ausgewachsene Exemplare erreichen eine stattliche Größe von 40 cm. Sie sind wie die meisten Krustentiere nachtaktiv, denn tagsüber sieht man von ihnen lediglich die langen Antennen, die aus Riffspalten hervorschauen. Thank you.
diesem schlafenden Papageifisch kann man sehr gut die Schleimblase erkennen, mit der er sich nachts umhüllt, um seinen Geruch zu übertünchen. Dies ist eine sehr gute Tarnung vor Fressfeinden, da sie ihn so nicht wittern können. Ja, und was die Makrelengang am nördlichen Hausriff ist, das ist dieser Stierkopfzackenbarsch im Korallengarten. Unser nächtlicher Begleiter. Circa 90 cm lang, aber im Gegensatz zu den Makrelen doch sehr zurückhaltend und immer in einem moderaten Abstand zu uns unterwegs. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier noch eine Mangrovenqualle oder wie sie im Englischen treffend genannt wird, Upside Down Jellyfish. Ja, diese Tierchen haben es nicht so mit der Orientierung, denn entweder schwimmen sie kopfüber durch die Gegend oder liegen so wie hier auf dem Meeresboden. So, meine Lieben, das war's hier von einem wirklich sehr interessanten und entspannten Nachttauchgang im Korallengarten der Malediveninsel Mbudu. Ja, und beim nächsten Mal heißt es wieder Leinen los, denn es geht zum Manta Point Langkahn Finolu. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.